Ja, hallo Nathalie, ich freue mich sehr, dass wir beide wieder zusammengekommen sind, um über mein Herzensanliegen zu sprechen. Und da kommt mir jetzt gerade in den Sinn ein Beispiel, wo eine Mama gekommen ist, weil der Sohn mit circa 12 Jahren ein großes Problem mit dem Sehen hatte. Sprich, die Wissenschaft, die Ärzte haben gesagt, wir können quasi diesen Sehverlust nicht stoppen, das wird immer mehr und er wird erblinden. Und da hat es keinen anderen Ausweg gegeben. Sie hat probiert bei vielen Spezialisten und so weiter. Aber es hat nichts geholfen und dann war sie da und dann sage ich, ja, so wie ich habe ein Bild bekommen, besteht hier eine Verbindung mit den Ahnen und zwar väterlicherseits. Und da würde ich bitten, ob der Mann, ihr Mann, kommen könnte. Ja, hat sie gesagt, ich werde mit ihm reden und dann rufen wir uns an, wo wir den Termin machen. Er hat danach zugestimmt und dann sind sie zum Termin gekommen und es war eine spannende Situation in dem Sinn, weil ich gespürt habe, dass der Mann äußerst verkopft war. Das heißt sozusagen, er hat alles Kopfkino gehabt und er war weit weg davon, dass er über den Tellerrand drüber schauen würde. Ja. Weil er einfach auch ein Studierter war vom Beruf her quasi, ja, ein unwahrscheinlich intelligenter Mensch und, aber auch sehr, eine Riesenangst, über den Tellerrand drüber zu schauen, sprich, auf Möglichkeiten zu schauen, die nicht erklärbar sind, die sich einfach durch Verbindungen oder anderes ergeben und wenn man das löst, dann anders sein können. Aber ich habe halt gesehen, einfach diesen riesen Widerstand und auch immer wieder gespürt, der will aufbringen quasi und hinauslaufen. Ja, so in der Meinung, in welchem Film befinde ich mich? Was läuft da ab? Aber er ist quasi sitzen geblieben. Ja, der hat sich aus mir festhalten, dass er nicht hinausgelaufen ist. Dann sage ich, ja, ich sehe ein Bild, das quasi väterlicherseits auf deiner Seite, ja, Leute im Zweiten Weltkrieg waren, da war ein Urgroßvater im Zweiten Weltkrieg, für viel Leid verantwortlich war. Er hat quasi in dem Sinn mit der Unterschrift viele Menschen in die Gaskammer und so weiter, in verschiedene, ja, Sachen gebracht, wo sie halt umgebracht worden sind, ob mit Erhängen, ob mit Gas, ob mit Verbrennen und, mit allem drum und dran. Aber er war zuständig, dass er halt die Unterschrift gegeben hat, dass es passiert, dass die quasi ums Leben kommen sollen. Und der Sohn ist mit diesem Menschen identifiziert, verbunden. Und diese Identifikation war so stark, dass ich gesagt habe, ich spüre, dass der Sohn sühnt. Er sühnt für das, was diese Ahne damals gemacht hat. Ja, was er Unrecht da gemacht hat. Ich habe gesagt, ich verurteile keinen, weil jeder hat eine gewisse Biografie. Dieser Mensch hat genauso quasi von den Ahnen irgendwelche Verbindungen und, dass er so geworden ist, wie er geworden ist. Aber dem Sohn hilft's nichts. Beim Sohn ist die Verbindung zwischen diesem Menschen und ihm und das gehört gelöst. Und wenn es gelöst wird, kann quasi in Bezug zu seiner Sehtauglichkeit und Stärke, was geschehen. Ich verspreche nichts, aber es kann geschehen. Und dann habe ich halt ein Ritual gemacht, wo ich nachher diese Verbindung zwischen den an Urgroßvater und den Sohn da, um den es ging, getrennt habe, so dass nur mehr das Band der Liebe bleibt.
Ich habe gesagt, okay, und alles andere, was der getan hat, was der verbrochen hat und so weiter, als Täter, das lasse ich bei ihm. Ja, diese große Last, die gebe ich ihm zurück, so dass dein Sohn das nicht mehr tragen braucht. Und so bleibt das Band der Liebe, aber nur das Band der Liebe und das Schwere bei ihm, das habe ich durchtrennt. Dann habe ich für die Seele dieses verstorbenen Täters gebeten, um Erkenntnis, um Gnade, dass sie weiterkommt. Ich habe aber gespürt, dass diese Seele noch immer quasi in dieser Wut, in diesem Hass, in diesem vernichten wollen, in diesem töten wollen, in diesem Rassismus drinnen gesteckt ist und noch nicht weitergekommen ist. Aber trotzdem, ich habe gebeten, den Segen, dass die Seele erkennt, dass sie weiterkommen kann, dass es zur Erlösung kommt. Aber mit der Durchtrennung, dann habe ich mich umgedreht und zum Sohn geschaut und ihm hat die Hand auf die Stirn gelegt und gesagt, im Namen Jesus Christus, du bist frei, frei von dieser Verbindung. So dass zwischen dir und diesem Urgroßvater nur mehr das Band der Liebe bleibt. Und alle Schwere und alles, was er als Täter getan hat bei ihm. Dann habe ich gesagt, mit den Vornamen dieses Sohnes, du bist frei. Und auch um den Segen gebeten. Ja, dass ihm die Gnade zuteil wird, dass er da aus dieser starken Verbindung herauskommt. Das war fertig. Und dann wollte er schon wieder aufspringen. Ich habe gesagt, sind wir eh schon fertig. Wir gehen, ihr könnt es nachher gehen und jetzt bitte schaut's und dann gibt's mir bitte ein Feedback, ob sich beim Sohn etwas gebessert hat in Bezug zur Sehkraft, weil er hat auf einem Auge nur mehr 20% Sehkraft gehabt und auf dem anderen, ich glaube, um die 30%. Wobei von den Ärzten gesagt worden ist, das wird schlechter werden, wir können diese Verschlechterung nicht stoppen. Gut, okay, die sind gegangen und dann ungefähr 14 Tage drauf, habe ich diesen Herrn, der sich so gespreizt hat und so weiter, unten am Bauernmarkt in Klagenfurt getroffen, weil der auch am Bauernmarkt war und Sachen gekauft hat. Und dieser Herr ist zu mir gekommen und die ehemalige Frau war damals auch dabei und hat sich so zutiefst bedankt, dass dem Sohn seit damals viel besser geht. Die Ärzte können nicht sagen, warum das so war, warum es quasi zu dieser Besserung gekommen ist, weil nachher die Sehkraftminderung nur mehr 20, 30% quasi betragen hat, wo früher nur mehr 20% übrig war. Ja, ein Riesenunterschied. Und dort hat sich wirklich jemand, ich weiß nicht, wie viele Leute sind rundherum gestanden, wurden bedankt, dass es möglich war und wie dankbar er ist, dass es dem Sohn besser geht und das hat er sich nicht vorstellen können und danke, danke, danke. So habe ich aus dieser Situation, aus diesem Beispiel gelernt, derjenige, ja, der muss nicht einmal überzeugt sein davon, dass es hilft. Und dass es da dem Sohn helfen wird und so weiter. Und trotzdem hat es geholfen. Und trotzdem quasi ist es dem Sohn um vieles, vieles besser gegangen. Ja. Und das waren halt auch meine Lernprozesse, dass ich gesagt habe, ich kann nicht von denen ausgehen, wo es der oder diejenige in dem Moment mir spiegelt und sagt, da geht nichts. Ja, da glaube ich nicht dran und, da bin ich nicht bereit, drüber zu schauen. Und Gott sei Dank, das war möglich. Und den Sohn ist es unbeschreiblich um vieles besser gegangen. Habe ich noch ein Beispiel? Zum Beispiel,
Da war eine Frau, da war ein Sohn von der Frau, ja, der ist beim Skifahren schwer gestürzt und hat ein Schädel-Hirn-Trauma. Oh Mann. Ja, und die Ärzte haben gesagt, da, die Überlebenschance ist quasi null. Ja, da gibt es nichts. Da, sie wissen nicht, wie sie da helfen können. Sie haben alles probiert, alles gemacht, aber es schaut äußerst schlecht aus. Und diese Frau wollte sich aber damit nicht zufrieden geben und sie gesagt, na, ich bin spirituell, ich glaube an das, dass es auch Sachen gibt, die weit über unser Verstehen hinausgehen. Und die hat nachher Gebetsgruppen organisiert. Ja, sie war im stark katholischen drinnen verbunden und die hat, ich glaube, drei Gebetsgruppen organisiert, die für diesen Sohn gebetet haben. Und diese Frau war auch bei uns quasi da in Beratung und hat nachher auch die ehemalige Frau und mich gebeten, dass wir für den Sohn beten und halt nach unseren Möglichkeiten Energien schicken, geben, um Segen bitten und so weiter. Halt die ganze Palette, was wir haben, dass wir diesen Sohn zur Verfügung geben, dass wir ihm diese Liebe und diese Fürbitte geben, dass er gesundet, auch wenn von der Medizin austherapiert ist oder keine Chance ist. Na und das hat sie gemacht. Die drei Gebetsgruppen haben gebetet, wir haben es auch gemacht. Und dann war, kannst du jetzt nicht sagen, 8 Tage, 14 Tage drauf, haben auch die Ärzte gesagt, wir wissen nicht, warum es zu dieser Heilung gekommen ist. Das war eine Spontanheilung, ja. Das war eine totale Spontanheilung, dass das sich geändert hat und anders geworden ist. Sie haben nicht gewusst, jetzt zu sagen, warum das so war, ja. Aber es durfte geschehen. Was jetzt geholfen hat, ob jetzt diese drei Gebetsgruppen waren oder unser Teil oder das Gesamte, ist für mich so was von irrelevant, gell? Sondern relevant nur das, es durfte geschehen, ja, es durfte ein Wunder geschehen und er durfte heil werden, er durfte quasi genesen und er ist ja total genesen nachdem, der hat keine Schäden davon getragen. Und das ist so berührend und das berührt mich so tief in meiner Seele, weil ich sage, ja, man kann zwar nicht jedem helfen, aber man kann sehr vielen, vielen helfen. Ja, wo diese Verbindungen so ein Leid bringen können. Ob jetzt diese Verbindung quasi zum Beispiel sind öfters Fälle, wo Frauen nicht, die sind gesund, körperlich und geistig gibt es nichts und auch beim Mann ist alles gegeben, aber trotzdem, sie werden nicht schwanger. Und da gibt es auch immer wieder, habe ich quasi erleben können, dass solche Verbindungen, die zu den von dieser Frau, die wo schwanger werden wollte, zu den Ahnen bestanden hat, die was einfach in einer Situation waren, wo sie Kinder weggeben haben müssen, wo sie für die Kinder zu wenig Essen gehabt haben, wo sie die Kinder nicht gewusst haben, wie sie mit denen weiter sollen. Ihnen ist so schlecht gegangen. Und dann war bei ihnen so dieser Glaubensgrundsatz, ja, keine Kinder mehr, weil wie will ich sie weiterbringen? Wie will ich sie ernähren? Wie will ich ihnen eine gute Zukunft bringen? Oder? Das war nicht möglich. Ja. Und dann habe ich diese Verbindung durchtrennt zwischen dieser Urgroßmutter und oder Großmutter, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, Ur- oder Großmutter, die diese Schwere erleben musste. Ja. Und nachher quasi mit diesem Glaubensgrundsatz war und das auf die Nachfolgegenerationen weitergegeben oder denen weitergegeben wurde. Ich habe diese Verbindung durchtrennt
Und dann habe ich lange nichts mehr gehört. Und dann schickt sie mir ein Foto, sagt sie: Schau, Franz, das ist unsere Tochter oder war Sohn, das ist unser Kind. Und da waren noch und nöcher Fälle, die was quasi genauso in so eine Richtung gegangen sind. Ja, wo die Nachkommen wegen dieser Verbindungen nicht schwanger werden haben können, weil diese Verbindung bestanden hat. Oder sonst, wenn jetzt zum Beispiel, dass ein Kind im Kindbett gestorben ist oder als Jugendlicher oder als kleines Kind gestorben ist. Hilfe, ja, keine Kinder. Bitte nicht. Was ist sehnere Botschaft, unbewusst und ungewollt für die nachfolgenden Generationen? Aber die hat gewirkt und die hat hineingewirkt. Und durch diese Trennung dieser Verbindungen, ja, war möglich, dass immens viele Schwangerschaften quasi zustande gekommen sind, vom medizinischen her alles gepasst hat, wo vom therapeutischen her sie auch alles probiert haben, aber auf diese Verbindungen man halt nicht gekommen ist oder diese fähig war zu lösen und so weiter. Das ist so ein Segen. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also da ist sogar noch mehr da bei denen. Hab ich auch schon miterlebt, da war das so, dass deren Eltern nicht zusammenpassten und die haben dann sie als Kind bekommen und die war dann so gefangen in diesem Dogma, ich kriege nicht den Mann, den ich eigentlich wirklich liebe und ich will dadurch auch nicht das Kind von diesem Mann haben. Und da war da auch so ein Stopper drinnen. Nein, ich will keine Kinder haben, weil ich möchte nicht, dass es meinen Kindern so geht wie mir. Genau. Oder bei einem anderen Fall hatte ich das auch mal da. Nicht jedem ist bewusst, was einem so passiert. Ja, wenn man klein ist oder im Kleinkindalter bis zu 3 Jahren, da kommen die schrecklichsten Sachen vor. Und gerade Richtig. beim Missbrauch ist es auch oft so, dass dann auch ein Genau. Riesenblocker dann einfach auch Genau. deshalb da. Genau. Und da möchte man eben keine Kinder dann mehr haben, ja. Genau. Und das ist ein Riesenfeld. Also da wäre das eigentlich schön. Diese Dinge bei dir, so wie ich auch arbeite, das vorher auszuprobieren, bevor man dann Richtung diesen sehr seelisch und körperlich anstrengenden Weg der künstlichen Befruchtung zum Beispiel dann geht, ja. Genau. Ist sicherlich, weil meistens mit einem Setting, das geändert werden kann und dieser Mensch oder diese Frau, ja, so wie Aufstehung erlebt, so neu, so anders, gell? Und da sind einfach so gelebte Leben von den Urgroßvätern, von den Urgroßmüttern und so weiter, die was wirklich, wo der Urgroßvater zum Beispiel die Urgroßmutter verlassen hat, aus irgendeinem Grund, und die allein war und die allein noch für die Kinder aufkommen musste und nicht gewusst hat, wie sie das machen muss. Ah, das waren Fälle, wo sie gesagt haben, na, ja, nicht schwanger werden. Oder Männer oder so im Vorhinein, was das so, das Mannbild, ja, total negativ besetzt. Ja, Ja. die Männer sind alles, entschuldige, dass ich sage Schweine oder frag mich nicht, was alles. Ja, die Männer, das ist, was ich weit weg, na, bleib lieber Single, bevor ich so einen Mann habe. Aber das sind Verletzungen aus den Vorgenerationen, das sind Traumata aus den Vorgenerationen, und wenn die gelöst werden, dann kann ich als Frau ganz eine andere Sichtweise zum Mann haben. Dann kann ich mir auch ganz einen anderen Mann heranziehen oder heranwünschen, ja, der was nachher in mein Schema passt, der was in meine Vorstellungen passt. Aber wenn ich natürlich mit diesen Glaubensgrundsätzen der Ahnen lebe, ja, die Männer sind alle nichts, taugen nichts und so weiter, und die verlassen mich und ich bin allein und ich habe kein, und ich kriege keine Alimente oder, ja, verschiedene Geschichten. Auch wenn zum Beispiel ein Mann früh gestorben ist, dass Kleinkinder waren und ein Mann gestorben ist, wie viel kann das Leid für die zukünftigen Generationen bringen? Und wenn das gelöst ist, schaut das ganz anders aus. Dann geht es neu weiter.
Sieht noch der alten Schiene. Ja. Natürlich, ich meine, derjenige, der den Papa verloren hat, ist genauso wichtig, dass er dieses Trauma noch auflöst, dass man hinschaut, dass man auch sagt, ja, wie schwer mir war als kleinem Kind oder Sohn, weil er nicht da war, weil er mit mir nicht spielen gegangen ist, weil er mit mir nichts unternommen hat, weil ich keinen energetischen Austausch mit ihm gespürt habe, wo ich ganz klar war. Und wo das so wichtig war, überhaupt für einen Mann, ja, dass er spürt, hey, das ist Mann sein. Und das hat er quasi die Vorbilder. Und er bricht ihn weg, weil er als gestorben ist, war vielleicht, als Baby war oder als Jugendlicher war. Und ich habe gerade vor kurzem jetzt einen Mann gehabt, 50% invalid und so weiter mit irreparablen Krankheiten in dem Sinn auch austherapiert und wo man nicht weiß, wie man helfen kann. Und dann habe ich gesehen, habe ich gesagt, ciao, und dann habe ich ihm gezeigt, siehst, und da sind deine Verbindungen, das sind die Verbindungen zu deinem Vater. Du warst 17 Jahre alt, wo er gestorben ist. Und der geht dir ab. Ja. Der geht dir ab. Und er hat nur geschluckt und geschluckt und geschluckt, und jetzt kommen das Eiter kommt von innen heraus. Das müssen sie operativ aufmachen und entfernen, weil einfach von innen außer das Eitern tut, weil er stumm ist, weil ihn die Sprache verschlagen hat, weil der Vater weggebrochen ist. War aber 17 Jahre alt, ich meine, jetzt nicht irgendwie ein Kind. Ja, das, was Unbewusstes mitgekriegt hat. Aber trotzdem, was hat das für Auswirkungen? Und ich habe da zwar noch kein Feedback gekriegt, wie es bei dem Herrn weitergeht. Ja, er ist um die 40 Jahre. Aber es war die Mama mit dabei, die war so begeistert, die war so froh, dass das möglich war, dass diese, und sie hat, weil sie anwesend war, gespürt, was da für Energie war. Die, was der Sohn zurückgeben hat können, ja, das Schwere, das Unversöhnliche und. Alles, halt, was diese Themen dort waren, dass das zurückgegeben worden ist und dann anders weitergehen kann. Das war einfach tief und so ein Segen. Hat die Mama noch gesagt, hey Franz, ich melde mich gleich und wir machen, ich brauche auch, ich muss unbedingt da hinschauen. Weil dann sieht man erst, ja, hoppla, ich habe auch sowas erlebt. Ja. Ich habe als Kind auch Sachen mitbekommen, die was ich nicht erlebt habe. Die Mama hat im Zweiten Weltkrieg, war sie mit einem Zug unterwegs, und der ist doch vom Fliegern bombardiert worden. Oh. Wir müssen alle schnell aussteigen und irgendwo schauen, wo irgendwo ein Graben oder was ist, und sich hineingeworfen. Und das hat sie miterlebt, zum Beispiel. Nur ein Beispiel, andere Sachen auch. Aber das war ein tiefes Trauma. Und dieses tiefe Trauma hat sie mir weitergegeben. Ja, unbewusst und ungewollt. Sie wollte nicht, dass ich an dem leiden tue. Aber ich habe es mitgekriegt. Ja, ich habe es mitgekriegt, was sie erlebt hat. Und dabei war das, bevor sie mit mir schwanger war. Ja. Nicht in der Schwangerschaft, sondern vor der Schwangerschaft. Ja. Ja. Und da gibt es so viele Beispiele in der dritten, vierten, fünften Generation, wo die Ahnen diesen Krieg erleben mussten, ob sie wollten oder nicht, weil wir sie nicht gemacht haben, da sind sie erschossen worden, weil sie Fahnenflüchtige waren oder. Aber so war es, dass die Riesengeschichten erlebt haben und das auch die Nachfolgegenerationen, auch wenn sie selber nie irgendein Bombardement erlebt haben, auch wenn sie selber nie diese Ängste erlebt haben, trotzdem das so einer kommt, dass sie keine Luft kriegen, dass da Krankheiten kommen, wo man sagt, ja, ich weiß nicht, wo die Medizin sagt, ja, ich weiß nicht, von wo kommt das? Es gibt kein Argument, es gibt kein Not, was der, dass ich sage, jetzt soll ich den und den. Nein, es gibt nichts. Und dann sagt,
sehr oft, sehr, sehr oft diese Verbindungen da, die, wenn man diese durchdringt, dass es noch anders ist. Aber solange sie bestehen, dass sie an dem leidet, körperlich oder auch seelisch. Ja. Oder Missbrauch, so wie du früher gesagt hast. Hey, Missbrauch, solange ein Missbrauch nicht durchtrennt wird, solange ein Missbrauch nicht von einer Frau quasi bearbeitet wird, wird er, so was ich aus meiner Praxis aus sagen, von Generation zu Generation weitergetragen. Ab und zu überspringt es eine Generation, aber eher selten. Aber das ist, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Und da ist so wichtig, dass man hinschaut, als Missbrauchter hinschaut und den Mut hat, hinzuschauen und zu sagen, hey, das war. Und dann, dann ist das durchtrennt. Dann geht es nicht an die Folgegenerationen, wird es nicht an die weiteren Generationen weitergegeben. Das ist dann vorbei. Ja. Und so ist nur die Frage der Zeit, dass man sagt, okay, die Mama war vom Bruder zum Beispiel missbraucht, die Tochter oder das Enkele wird vom Onkel oder von irgendwem missbraucht. Aber der Missbrauch, das ist so, als ob eine gewisse Missbrauchsenergie da ist. Ja? Und die strahlen unbewusst auch die Frauen aus, dass es sowas geschehen darf. Und dann sind sie, dann kommen sie sich vor wie, ja, Mitschuld. Ja. Ja. Sie sind Kleinkinder und sind Mitschuld, weil sie da 15 oder 30 oder irgendwas Jährige missbraucht hat. So verdreht, so total falsch quasi ist es bei den Menschen auch in ihnen drinnen. Du warst eine 60-jährige oder nein, eine 60-jährige Frau, die gekommen ist und dann den Mut gehabt hat, zum Missbrauch zu schauen. Ja. Aber da haben schon die Nachfolgegenerationen das weitergekriegt. Und dann habe ich gefragt, habe ich gesagt, ja, wie war es denn bei deiner Tochter? Ist die, ja, die ist auch missbraucht worden. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dieses Missbrauchsthema zu bearbeiten. Zu bearbeiten, das ist sowas von wichtig. Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist auf der einen Seite die Opfer so sein, ganz heftig, ganz schlimme So ist es. Erfahrungen gemacht zu haben, und dann Und auf die der anderen Täter. Seite die, die dann Richtung Täter dann auch gehen, weil da ist so viel in den Kriegen passiert, und die Kriege alleine sind es nicht nur, dann gibt es noch Nein. lokale, regionale Eigenheiten, Richtig, richtig. Besonderheiten, und da ist so viel. Wir tragen alle gefühlt nicht nur einen Rucksack, sondern ganze Zugladungen hinter uns her und wundern uns, warum es so schwer ist im Leben. Natürlich in diesem Patriarchat, wie wir zum Teil noch leben, aber nur zu einem eher kleineren Teil, es ändert sich, Gott sei Dank und so weiter. Aber was man vor 50 oder vor 100 Jahren gelebt hat oder noch davor, ja, da war ja Missbrauch fast auf der Tagesordnung. Da war Missbrauch nicht irgendwas, war so Traumatisches oder auf irgendwo, weil damals hat man ja noch von Trauma und so weiter nicht erzählt. Natürlich haben es die Opfer ja als Trauma erlebt, noch nah, und das ganze Leben getragen und in quasi, das war noch im Sorg drinnen, wo sie gestorben sind, sind sie mit Missbrauch gestorben, weil sie das nicht bearbeiten haben können, weil es damals noch nicht die Möglichkeiten gegeben hat und. Und Missbrauch gibt es heute genau noch so. Viel zu viel. Und das ist sowas von wichtig. Dass man da als Mama auch hellhörig ist, ob bei den Töchtern irgendwas ist, dass man da noch auch behutsam quasi hinschaut und hinspürt, ist da was möglich? Vor allem Ein die, die ganz großes, viel ja. Angst haben, das ist immer ein Ja. Indiz, wenn ich ganz, ganz viel Angst habe, dass was passieren könnte. Genau. Und das zieht fast an. Genau. Das sind so wie die Prophezeiungen, die was Wirklichkeit wären. Ja. Ja. Die zieht da an und das streut die andere nicht wollend und unbewusst aus. Und da wird sie zum Opfer. Und die Täter, und auf der anderen Seite die Täter aus meiner Praxis außer, hey, die Täter machen sich Einsicht oder
dass ich sage, ich bereue das und ich entschuldige mich für das, was ich da angetan habe und so weiter. Es tut mir leid, in den wenigsten Fällen, das kann man auf die Finger abzählen, in den wenigsten Fällen, die meisten machen sich lächerlich, viele sagen, ja, hast du selber gewollt, oder das war ja nicht so, das sind ja nur deine Fantasien und. Ja. Die Täter sind da so altschnäuzig unter Anführungszeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Täter in sich, ja, nicht spürt, dass er da Unrecht getan hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Dass er sagt, danach, das war ich nicht und so weiter, nicht? Und das will ich auch nicht sein. Und wo ist mein Ruf? Was kann da alles für Nachwirkungen oder Auswirkungen das haben? Und so weiter. Verständlich. Aber in mir muss da eine Wunde sein. Natürlich, ich bin auch eines überzeugt. Dies auch, die Täter sind nicht quasi erst Täter geworden, sondern die sind genauso, quasi haben das von den Ahnen infiltriert gekriegt und war in Verbindungen gefangen. Aber man konnte es nicht gutheißen. Das ist eine Erklärung. Aber er muss zu der Tat schauen. Oder er soll zur Tat schauen, weil sonst tragt er das mit. Sonst ist das eine ungelöste Sache, die er mitträgt, auch beim Übertritt. Ja, also in den Resonanzen ist das in den Arbeiten, die ich jetzt sehen durfte oder begleiten durfte oder einfach nur mit drinnen sein durfte, ist es diese, wenn ich in so einer Resonanz bin bei einem Täter, das ist unglaublich. Also es gibt wirklich so, es gibt die eine Fraktion, die ist so in ihrer Überlebensstrategie, also diese Macht zu fühlen, und da gibt nicht mehr schwarz-weiß, da gibt es nur noch meinen Weg. Das ist so ein Machtgefühl, diese Allmacht zu haben. Es ist unbeschreiblich in solchen Rollen. Also da ist man sich keinerlei Schuld bewusst. Das ganz im Gegenteil. Das gibt einem sogar noch Energie. Das ist ja die verquerte Ansicht, aber es gibt sogar noch mehr Energie. Und das Interessante war aber, sobald dann von dem Täter die eigenen Eltern dazukommen, klappt alles zusammen. Und dann kommt eigentlich die ganze Misere erst wirklich zum Vorschein. Wie du gesagt hast, die waren auch vorher Opfer gewesen. Und ja, dann kann die Energie zusammenbrechen. Aber solange das noch in dieser übermächtigen Haltung über dem Opfermann steht als Täter, da passiert gar nichts. Nur sobald die eigene Geschichte zum Tragen kommt, dann erst kann man so annähernd da langsam hinkommen. Aber es ist ein Riesenthema. Aber ich sehe, dass es mit meiner Art und Weise, quasi mit meiner Herangehensweise in dem Sinn, unter Anführungszeichen, denke ich mal, etwas leichter geht, weil ich einfach den Täter, ja, das Opfer ist bei mir, und den Täter quasi hinstelle und sage, okay, und mit dem Ritual durchtrenne ich das. Ja. Und ich gebe nachher dem Täter die ganze Schuld zurück und so weiter, das ganze Schwere. Alles, was er für mich quasi, was das für Folgewirkungen gehabt hat, für mich in der Sexualität, für mich in der Partnerwahl, für mich und so weiter, ja, als Missbrauchsopfer, ja. Und wenn ich jetzt das durchtrenne und das tut los, dann ist es vorbei und dann ist es weg. Ja? Ob diese Seele nachher die Einsicht bereits hat oder bereits quasi, ab und zu ist es auch so, dass diese Seele, dass sie eine Durchsage kriegt, wo die Seele sagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, die ist schon quasi zu diesem in der Weiterentwicklung so weit gekommen, dass ich sage, es tut mir leid, was ich da angerichtet habe. Es tut mir leid. Aber es sind natürlich auch Fälle, wo überhaupt keine Einsicht noch da ist, wo sie noch wie vor in dem drinnen stecken. Und da ist es gut, dass man den wirklich hinausschmeißt. Hinaus
regelrecht hinausschmeißt. Und dann sage ich, wenn jetzt eine Klientin oder ein Klient bei mir ist, dann sage ich, siehst, und jetzt gehen wir bei mir den Gang mit dieser Seele, ja, geh ich jetzt den Gang entlang, die Stiegen runter durch die Haustür hinaus und gib sie hinaus und dann die Haustür zu. Mhm. So richtig, dass er so quasi so wie mitgeht, mhm. Mit der Seele, und die wird hinausgeschmissen, weil sie mit Lieb und Nett nichts geht. Ja. Ja. Solche Geschichten gibt es natürlich auch. Dann muss man sie hinausschmeißen. Mhm. Geht nicht anders. Aber Gott sei Dank, dass es möglich ist und dass nachher die Befreiung da ist. Um das geht's. Ja, dass ich als Missbrauchsopfer mich frei fühlen kann. Dass ich frei bin und dass ich in ganz einer anderen Energie bin. Und dass diese eine schreckliche Energie, ja, diese Täterenergie hinausgeschmissen wird, draußen. Mhm. Und die, was es bereuen, okay, die bereuen es. Aber der hat bereut, der ist so weit gekommen, dass er bereut hat, dass er Täter war, dass er missbraucht hat. Ja. Und das ist schlussendlich noch die große Versöhnung in dem Sinn. Aber ich als Opfer, ich muss mein Leid beklagen. Ich muss sagen, wie es mir gegangen ist. Ich muss sagen, was es für Nachwirkungen gehabt hat. Ja. Und. Ja. Ja. No, und das, weil wir gerade so vom Hinausschmeißen quasi geredet haben, war von mir, bei mir jetzt eine Frau vor Tag, nicht einmal eine Woche her, und die hat gesagt, du, ich weiß nicht, was bei uns im Haus ist, ja. Mhm. Ein Zimmer kann ich überhaupt nicht quasi benutzen, weil es einfach da, ich spüre, da sind Seelen da. Mhm. Ja, ja. Sage ich, glaube ich da vollkommen, voll, ich glaub es dir, dass es so ist. Gell? Und dann habe ich gesagt, okay, wer ist denn da gestorben? Ja, dann hat sie mir gesagt, ja, die Oma ist gestorben und die Vorfahren, früher war ja so, dass die meisten Menschen ja zu Hause gestorben sind oder verstorben sind. Und die waren noch in diesem Zimmer komplett. Das war so, wie hat sie gesagt, wenn ich eintritt, ist eine Energie drinnen, dass ich gleich die Tür zumachen muss. Mhm. Ja, ist im ganzen Haus eine Energie, aber etwas schwächer. Gell? Aber das eine Zimmer ist, das kann ich nicht benutzen. Ja, mhm. Ja, wobei da zum Beispiel bei der Frau wirklich, da habe ich Seelen gespürt, die Opfer waren. Die was einfach, das Leid haben sie noch nicht abgeben können. Sie haben das, die sind doch voll in diesem Leid geblieben und die waren in diesem Leid drinnen. Und die waren, ich sage öfter so, da sind die Seelen lebendiger wie oft wir als Lebende. Ja. Weil wir als Lebende ja. oft zu viel in unseren Schlepptau an Seelen mit haben, die mhm. gestorben sind, dass wir mehr bei den Verstorbenen sind wie bei den Lebenden. Ja? Mhm. Aber es und umgekehrt gibt es Seelen, die was wirklich noch so arbeiten und so da sind, ja, dass man sie auch entweder natürlich, wenn es geht, mit Lieb und Nett, mit Bitte und mit hinausbringt, ja, es ist vorbei, was vorbei ist, ist vorbei und kehrt nie wieder, du bist tot und ich lebe. Mhm. Du bist tot und ich lebe. Und ich will mein Leben nach meinem Skript, nach meinen Vorstellungen leben, nicht nach dem, was du erlebt hast, nicht nach Schweren, was ich von dir übernommen habe und so weiter. Und ich will diesen Raum frei für mich haben. Mhm. Ja. Und ja, das passiert auch immer wieder, ja, dass es Fälle gibt, wo einfach Seelen noch so präsent sind, im Haus oder in der Wohnung oder in einem Zimmer oder, wo man sagt, okay, aber da kann man was tun. Ja. Kann man was tun. Und da habe ich auch schon riesen viele Fälle gemacht. Mit einem Mann habe ich, das war interessant, habe ich einen Mann in Beratung gehabt, nicht? Und dann haben wir quasi das so visuell, die Stiege und so weiter hinuntergegangen vor die Haustür. Und dann sagt er, na,
Ich muss noch weitergehen. Da dort ist eine Bushaltestelle. Ich muss die Seele hinbringen. Du hast, frag mich nicht aus was für einem Grund. Es war einfach da, dass er gesagt hat, ich muss die noch, da ist es zu wenig noch da vor die Tür. Ja, weil sobald die Tür aufmacht, wer schluckt, wie es die schon jetzt so nach dem Verkörperten quasi gesprochen, weil die Seele kann natürlich so auch heraus hineinkommen. No, no. Aber der hat so gehabt, ich muss die Seele noch zum diesen zur Bushaltestelle bringen. Und dort bleibt sie, wird soll sie tun, was sie will. So quasi, ja. Aber mit dem war er frei nachher. Und die hat sich hinten auch so bedankt, hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Franz, hey, das war eine spitzmäßige Erlösung. Ja, war ein Mann aus Deutschland, um den es da gegangen ist. Gell? Und dann sage ich, okay, und jetzt stellt euch halt vor, wie ihr in eurer Wohnung mit dieser Seele quasi, da nehmt sie bei der Hand oder beim Kragen oder ist egal wo, halt beim Kleid, und dann führt sie runter vor die Haustür. Ja, und ich habe gesagt, ah, das ist doch zu wenig, ich muss noch weiter. Okay, dann tu es. Aber nachher war es weg. Und nachher war es weg. Gell? Das, was du gerade sagst, so kam ich zum ersten Mal damit in Berührung. Das ist, da war ich noch bei meiner Ausbildung zu den Träumen. Und okay. Dann hatten wir am Abend, weil einer hatte so Riesenprobleme, der sagte, komm, jetzt mach mal eine Gruppenarbeit. Aber da hatte ich noch gar nicht gearbeitet, also persönlich noch nicht gearbeitet für jemanden, ja, sondern immer nur mit mir selber. Und dann hatten wir die Arbeit beendet. Und dann gehe ich in mein Zimmer. Also ich die ganze Zeit, das gibt's doch überhaupt nicht. Sag mal, wer ist denn da jetzt hinter mir? Ich war dann im Bad und musste mich ständig umdrehen. Das ist doch jetzt echt nicht möglich. Und dann wollte ich ins Bett und mir wirklich die Decke über dem Kopf ziehen, so nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, dann ist es weg, ja. Aber das Gefühl war unglaublich stark. Und dachte ich mir, das hilft ja nicht, weil wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst, dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen, ja. Aber ich hatte null Erfahrung mit dem Thema, weil ich kannte niemanden, ja, so ungefähr, der sich damit auseinandersetzte. Und dann dachte ich mir, so, jetzt bist du mutig, Nathalie. Jetzt tust du die Decke, legst du ganz normal die Decke hin, schaust dich um und fängst jetzt an zu sprechen. Und mein Gefühl sagte mir von der Dame, die die Arbeit gemacht hatte, das war deren verstorbener Vater. Und der war auch früh gestorben, da war sie noch klein. Und dem hat sie am Sterbebett was versprechen müssen quasi. Und diese Verbindung, also mein Gefühl war... Das Versprechen war da. Ja. Genau. Und dann, weil ich damals eben noch nicht wusste, wie es geht, aber ich von einer Bekannten aus Irland gehört habe, dass sie eben mit solchen Seelen arbeitet, habe ich damals zu ihm gesagt, weißt du was, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du bitte zu XY gehen nach Irland? Weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann hat ich sie hinterher angerufen gehabt und dann hat sie mit mir zusammen, haben wir dann tatsächlich nochmal ein Ritual gemacht. Und es hat sich für uns so stimmig angefühlt. Wir hatten beide, obwohl wir beide am Telefon waren, hatten wir Gänsehaut gehabt während der ganzen Arbeit. Um ihn dann ins Licht zu schicken, ja. Und das war meine erste Begegnung und seitdem ist das Thema bei mir so präsent. Also das, was du mir auch gerade erzählst, ist, ich sehe das immer, immer öfters und spüre das auch immer öfter.